Ich sag dann mal Hallo. Willkommen zurück bei Skyrim. Die Beschreibung ist ein bisschen falsch. Da steht Part 8, es müsste Part 9 sein heute, aber egal. Ist ja nicht so relevant, wenn man ein Spiel spielt, das sowieso Content von gefühlt 500 Stunden hat. Gut. Also dann geht's los, würde ich mal sagen. Heute schauen wir uns wieder Daedra-Quests an und schauen immer noch, wo wir Azuras Stern finden. Dafür müsste ich noch ein paar Gastwörter aufmischen. Außer ich habe natürlich schon gefunden, also reden ist heute nicht so, außer ich habe den schon gefunden, nachdem ich schon mal gefragt habe. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Dann haben wir Hirzine, Hirkine, wie auch immer. Falkenring. Und Malakath in Lagerspur. In der Nähe vom Rift. Gut. Wir befinden uns, soweit ich weiß, immer noch in Falkenring. Deswegen können wir auch eigentlich gleich hier bleiben. Nein, wir sind im Palast der Könige. Wir sind nicht mehr in Falkenring. Ey, die Überbelichtung ist. Ja, muss man jetzt mit leben, aber passt schon. Gut, ich mache hier mal die Markierung weg. Oder auch nicht. Geht das nicht? Egal. Wir gucken jetzt mal. Am besten. Also erstmal gucke ich, ob ich den Schrein schon gefunden habe. Die müssen ja, das sind Steine. Ruinen. Hier habe ich eine Quest, sehe ich gerade. Genau. Ritualstein. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, als hätte ich den Schrein schon erkannt. Das sowieso nicht. Na, hier ist nur die Statue von Meridia. Ja gut, dann fragen wir weiter nach. Aber wir gehen jetzt wieder nach Falkenring zurück. Schnellreise sei Dank. Heute auch wieder als Special Guest. Grogu. Wollte ich nur mal anmerken. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was macht ihr da so? Ja, das kann gut sein, dass ich das bin. Du bist Kust. Wir suchen Sindig, ich kann meine ihr eigene passt Schrift doch nicht auf euch lesen. auf, oder? Ja, sicher. Ich stehe hier noch rum. Das ist bestimmt irgendein Typ. Ah, okay, Lots Haus. Das war dann wahrscheinlich Lot. Eine Ziege. Oh, was für eine prächtige Rüstung aus traditionell geschmiedetem Stahl. Ja, danke. Finde ich auch ganz hübsch. Könnte aber auch langsam mal was Besseres werden. Falkenring-Kaserne. Ja, vielleicht befindet er sich ja dort. Ein Drache hat Königshain angegriffen. Aber warum? Nein. Warum diesen Ort? Ah, Gibt es denn keine sichere Zuflucht? Nein, es gibt keine sichere Zuflucht mehr. Das solltet ihr aber langsam wissen. Wenn ihr schon länger in Skyrim lebt. Himmelsrand. Gut, dass sie den Titel des Spiels nicht auf Deutsch übersetzt haben. Ich hätte ein Spiel, das Himmelsrand heißt, vielleicht nicht gekauft. Ich habe gehört, dass sie die Dann Dämmerwacht wiederum zurück ist ins es Leben Elder gerufen haben. Scrolls. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Elfen. Hier ist auch nichts. Etwas für mich. Ah, wo soll er denn sein? Ich muss erst mal ein paar Quests ausmachen, das ist ein bisschen viel da gerade. Ständig irgendwas auf dem Kompass. Was ist der
Eingang. Wer bist du? Ey, bleib stehen. Fremdlinge wie ihr bringen den Krieg. Ich habe genug vom Krieg. Was hast du gegen mich? In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Falkenring. Hier ist ein Huhn. Ich kann ein paar Kartoffeln klauen. Und hier ist eine Kuh. Okay. Vielleicht warte ich auch einfach ein bisschen. Es scheint entweder sehr früh oder sehr spät zu sein. Es ist schon sehr spät, okay. Dann warten wir einfach ein paar Stunden und gucken mal, ob wir da jemanden finden. Es ist schon das vierte Herzfeuer. Sehr schön. Es regnet. Der bestes Wetter hier. Falkenring war einst voller Wanderer und Krieger, wie ihr es seid. Dengeier. Vielleicht ist er hier irgendwo. Habt ihr euch verlaufen? Dengeier vom Stuhl? Natürlich habe ich mich verlaufen. Ich verlaufe mich ständig. Himmelsrand ist groß. Es ist Zeit, dass ihr geht. Ja, ich gehe ja schon. Oder hast du irgendwas für mich? Ich war einmal Jarl. Aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Ihr sagt, es gibt eine Verschwörung gegen euch? Nicht gegen mich, gegen ganz Falkenring. Diese kaiserlichen Knilche spionieren uns alle aus. Letzte Nacht habe ich Lothin Schmied einen Brief schreiben sehen. Wahrscheinlich eine Botschaft für Einsamkeit und General Tullius. Seid ihr Himmelsrand treu ergeben? Brecht in Loths Haus ein und besorgt diesen Brief. Was ist mit dir los? Okay, so soll es geschehen. Gut, einfach mal direkt hier eine Quest mitgenommen. Ich bin zwar kein Dieb, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ihr sagt, ihr wart früher der Jarl. Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jarl laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Sie ernannten mich zum Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sidgeier. Der ist ein wahrer Freund Cirodiils. Weißt du Bescheid? So ein bisschen Pass Storytime. Auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Ja, ist ja gut. Ich habe ja gar nichts gesagt. Gut. Steht da jemand? Steht jemand? Hallo. Es tut mir leid. Tekla. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Na dann, geh du mal. Wo ist denn dieser Mensch, den ich suche? Falls das ein Mensch ist. Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort. Ihr habt etwas über ein Begräbnis gesagt. Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkai? Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Habe ich gerade echt keine Zeit für. Nee, ich mach das natürlich. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. So viel zu Dedra Quest. Aber man muss ja auch erstmal finden... Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Ach, Bolun schon wieder. Solaf. Ist hier noch irgendjemand? Nein. Gut, dann... Lydia, du stehst im Weg. Was macht meine Tragelast? Oh, schwierig. Seid gegrüßt. Was kaufen? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Was ist denn schon wieder so schwer? Dämmerbrecher, habe ich den nicht ausgerüstet? Doch, klar, steht da ja auch. Bin blind.
Amulett von Mara. Kauf es. Maske von Clavicus Vile. Die ist eigentlich nicht schlecht, aber... Sieht halt auch scheiße aus, damit rumzulaufen. Daher eher nicht. Willst du sie kaufen? Ich meine, um 20% bessere Preise. Plus 10 auf Redekunst. Magika regeneriert sich 5% schneller. Brauche ich eigentlich nicht. Also, hier, nimm sie. Gönn dir. Gut, dann haben wir 1 Million Tränke wahrscheinlich. Bisschen Geld hat er ja noch. Feuerresistenz, Giftschaden. Das ist nicht schlecht, aber es kann weg. Schwaches Gift. Leichte Anfälligkeit für Blitz. Die benutze ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, die kann man auf die Waffe drauf klatschen, aber ist, glaube ich, einfacher, wenn man dann auch den Schaden dementsprechend wirkt. Also nicht den Schaden, den Zauber. Ich verkaufe die einfach. Ah, bald habe ich ein Level up. So, jetzt hat er auch kaum mehr Geld. Ist okay. Wenn ihr bin etwas was aus leichter. Meinem Laden stehlt, werdet ihr es bin. Ich stehe schon nicht. Kann ich euch etwas bringen? Das ist Tickler. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Hier sind nicht mehr so viele Leute. Marie. Wo bist du? Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Dass die mal ein Problem mit mir haben. Seid nett zu mir. Ich helfe euch. Was haben wir hier? Jemand Neues. Serie. Macht euch keine Sorgen wegen des Namens meines Ladens. Ich habe eine Menge zuverlässiger Mittel und Heiltränke im Angebot. Schön. Warum nennt ihr euren Laden Gruftiges Gebräu? Klingt ein bisschen seltsam, ich weiß. Nicht wirklich ein Name, der den Kranken Trost spendet, die Umschläge oder Salben kaufen wollen. Tatsache. Aber ihr müsst verstehen, dass Falkenring eine Stadt ist, die wohl oder übel von dem großen, uralten Friedhof dominiert wird. Deshalb heißt das Gasthaus Todmannsturnk, der Bauernhof Totenlichthof und so weiter. Eine Art Dauerwitz bei uns hier. Wenn man es nicht mit Humor nehmen kann, dann kann man es gar nicht nehmen. Okay. Es gibt nicht viele Rotwardonen in Himmelsrand. Was hat euch hergebracht? Naja, meine Familie in Hammerfell hatte was gegen mein Interesse an tödlichen Giften und dem Tod im Allgemeinen. Also zog ich gen Norden. In dieser Stadt mit ihrem riesigen Friedhof fühlte ich mich wie zu Hause. Ich habe das Geschäft eröffnet und nie zurückgeschaut. Ich gehöre einfach hierher. Ein Friedhof. Da ziehe ich hin. Okay, was hast du nur noch zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Zaubertränke. Ja, wollte ich gerade erst noch loswerden. Zutaten essen. Bücher. Zaubertrankrezept. Frostresistenz. Ja, wieso nicht? Dann können wir das ja lernen, ne? Möchtest du irgendwas von mir abkaufen? Oh, ich hab noch eins. Krass. Ich glaube, die kann man lesen und dann hat man es gelernt. Muss ich gleich nochmal gucken. Die behalte ich. Oh, ich habe so viel Essen einfach in der Tasche. Ich verkaufe mal, dass das Wert hat. Weil, sind wir mal ehrlich, ich benutze Essen in der Regel nie, um meine Energie wiederherzustellen. Von daher 20 Hunde... Warum so viel? Okay, die haben keinen Wert. Kann auch weg. Essen ist hier in Himmelsrand halt echt nichts wert. Aber es kann sehr viel Platz wegnehmen, wenn man nicht aufpasst. Merke ich gerade nämlich. Gut, das reicht. Wie sieht's jetzt aus? Schön, besser. Okay. Suche immer noch. Sinding, Sinding, Sinding. Falkenwindkaserne, da war ich schon. Bin jetzt quasi im Kreis gelaufen.
Du bist Not? Ah ja, ich soll ja da was stehlen. Die Tür ist zu. Der sieht mich. Nein, das mache ich nicht. So groß ist der Ort doch gar nicht. Ups. Das funktioniert ziemlich schade. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Dann gehen wir mal in die Taverne und gucken, ob wir... Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was macht ihr da so? Met holen? Gefährtendinge. Willkommen im Todmannstrunk. Ich bin echt verwirrt. Ich meine, irgendwo muss der doch sein. Du bist der Lacroix, du bist der Lacroix. Es ist Tag, alle laufen draußen rum, aber ich finde ihn nicht. Der Rest hier sind Wachen. Karte. Hilf mir. Totenlichthof, Dengayas Haus, das ist schon außerhalb, ne, das ist gar nicht außerhalb, das ist einfach nur die Weltkarte im Hintergrund. Die Kaserne und, naja, ihr wisst Bescheid, das Langhaus des Jarl. Gucken wir nochmal hier. Macht keinen Ärger. Zu. Keiner da. Arbeitet hier auch mal jemand? Ups. Vielleicht auf dem Friedhof. Du da, wer bist du? In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter einst wie wir. Runil, Matthies, Indara. Aber er hat sein Leben bereitwillig aufgegeben. Ich bin hier, Lydia. Hall of the Dead. Ah, die Totenhalle, okay. Hallo, willkommen zu meinem Stream. Schön, dass du da bist. Hier ist niemand. Wo ist dieser Mensch? Kann doch nicht sein, da steht auch noch einer. Afonie. Ah, hier geht's noch weiter. Riesenfriedhof. Für so einen kleinen Ort, ne, muss man ja schon mal in Relation sehen. Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ja, das ist schön für Kust. Ist hier noch von Haus? Dengayas Haus, da war ich schon. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Vielleicht ist er ja gar nicht in Falkenring. Ich muss die Augen offen halten. Aber? Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Das stand da drin. Ich habe extra nur geguckt, in welchen Orten ich gucken muss, damit ich eben nicht spoiler mit irgendwas. Aber ich finde hier den Typ einfach nicht. Du bist immer noch Lot, ne? Vielleicht schaffe ich es ja jetzt, in sein Haus einzubrechen. Gucken wir mal, ist das Novize? Ich war. Ah, die Wache hat mich gesehen, nein! Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. 5 Goldstücke, das ist eigentlich nichts. Eher würde ich sterben. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Oder ich gehe ins Gefängnis. Also 5 Goldstücke kann ich echt übrigen. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Ich habe nicht mal was gestohlen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ich habe nicht mal was gestohlen. Ich bin doch nur in das Haus eingebrochen. Was? Was? Vielleicht ist er ja im Langhaus des Jahres. Ich glaube, da war ich noch nicht. Doch, da war ich. Da ist der Jarl. Der junge Jarl.
Sieht Geier. Dich suche ich nicht zufällig. Nein, nein, dich suche ich nicht. Muss irgendein einfacher Typ sein. Lydia! Hör mal hier, Treppchen hoch. Hallo, jemand da? Oh, da ist Kram im Schrank. Ich beschütze den Jarl. Ganz gleich, wer es ist. Med, großer Sack, Schatulle leer. Hm, vielleicht habe ich die auch schon einfach ausgeräumt. Helvard, du siehst nach einem Söldner aus. Bin aber ganz zufrieden mit Lydia. Meiste Zeit zumindest. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Nein, ich diene unter Jarl Sittgeier. Davor habe ich unter Jarl Dengeier gedient. Freut mich. Danke. Die Legende des roten Adlers. Finde das Schwert des roten Adlers. Direkt eine Quest mitgenommen. Schön. Da das hier alles kein Diebstahl ist, nehme ich das Gold einfach mit. Ah, schön. Schuhe in der Schublade. So. Das sind... Sittgeier handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Helvard und mich. Ja, ja, ist okay. Hey, es hat aufgehört zu regnen. Also, ich guck mal in meinem schlauen Buch nach. Dreckige Weggelehrer, töte sie. Nee, erstmal nicht. Irgendwo muss dieser Typ doch sein, den ich suche. Das ist... Ja, okay. Moment. Was wollt ihr, Khajiit? Ich stehe hier nur rum. Hast du ein Problem mit mir? Gut. Sinding heißt der Mensch. In der Kaserne. Das habe ich jetzt mal nachgeguckt. Okay, da war ich schon lustigerweise. Ich stehe auch direkt davor. Schön. Der war aber nicht hier. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Und jetzt bist du Wachmann geworden. Ja, das ist ein richtig guter Job. Ich sehe gerade, hier ist eine Tür. Die habe ich übersehen. Hoppala. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ja, ja. Du, komm mal hoch. Wie heißt du? Naja. Ihr braucht etwas? Ja, komm halt her. Put. Hm? Ihr braucht etwas? Du bist Sindig. Ich hab ihn gefunden. Seid ihr zum Monster angaffen hier? Schön. Weshalb hat man euch hier eingesperrt? Ein kleines Mädchen ist meinetwegen tot. Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen, aber niemand glaubt mir. Daran ist allein dieser verdammte Ring schuld. Welcher Ring? Ist es der eine? Das ist der Ring von Hirsine. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hirsine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an und die Verwandlungen kamen einfach. Ich wusste nie wann. Es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Ja, dann steck doch nicht einfach irgendeinen Ring an. Hast du noch nie Herr der Ringe geguckt? Mein Gott. Okay, was für Verwandlung? Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. Ja. Ich bin einer von ihnen. Ein Werwolf. Das ist mein Geheimnis. Und meine Schande. Deshalb wollte ich den Ring.
Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann. Aber ich spüre das Tier in mir immer noch. So stark wie zuvor. Okay. Das ist ein sehr schlimmes Schicksal, Sinding. Tut mir leid für dich. Was werdet ihr jetzt machen? Und deshalb habt ihr das Mädchen angegriffen. Wer ist Hyrcine? Was werdet ihr jetzt machen? Ich suche nach einer Möglichkeit, Hyrcine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich. Groß, majestätisch. Man sagt, dass Hyrcine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam ein Unfall mit dem Kind dazwischen. Unfall. Ich will um seine Vergebung bitten, ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher. Gut. Und deshalb habt ihr das Mädchen angegriffen? Ich war gerade nach Falkenring gekommen. Sie brauchten Hilfe in der Mühle. Und ich dachte, es wäre etwas Sicheres. Etwas, das ich tun könnte. Als ich das kleine Mädchen sah, war ich einfach... Ich konnte es spüren. Ich schmeckte die... Ich musste jagen. Aber dieser jämmerliche, beschränkte Körper war für die Jagd nicht gemacht. Langsam. Keine Krallen. Schwache Zähne, die nur Brei kauen können. Ich hielt meine Wut, solange es ging, zurück, aber innerlich kochte ich. Er kaut den Brei. Sie wirkte so zerbrechlich. Hilflose Beute und dann... Es ist schrecklich, was geschehen ist. Was ich getan habe. Es wäre wahrscheinlich das Beste für alle, wenn ich einfach verschwinden würde. Deswegen hängst du ja auch da ab, ne? Na gut, wer ist Hyrcine? Kennt ihr nicht den dädrischen Fürsten der Jagd? Doch, aber ich will zu mir wissen. Er freut sich am Jagen und hat den Sterblichen auch das Geschenk der Lykanthropie gemacht. Eine starke Kraft, der man aus dem Weg gehen sollte. Das habe ich zu spät erfahren. Alright, ich bringe den Ring zu Hyrcine. Oh, ihr würdet das für mich tun? Ausnahmsweise. Hier, nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Sucht die Bestie. Sie streift durch die Wälder. Tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Ich wünsche euch viel Glück. Aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Lebt wohl. Wenn du nicht gerade ein Werwolf bist und mich zerfleischen möchtest, das sei dann mal dahingestellt. Das ist gerade verwandelt. Schade, das haben wir jetzt verpasst. Tja. Wait, kann der... Okay. Ihr habt doch mit diesem mörderischen Wilden gesprochen. Und dann ist er entkommen. Was verbergt ihr eigentlich? Ich gar nichts. Ich bin nur ein Durchreisender. Die drohende Gefahr Band 3. Truhe mit Beweisen. Gefangenentruhe. Naja, nee. Da machen wir mal lieber nichts. Sonst werde ich hier noch eingesperrt. So. Was braucht ihr? Ich brauche nichts weiter. Ich muss jetzt eine Bestie töten. Im Mondschein. Höchstwahrscheinlich. Auch interessant, dass er sich zum Werwolf verwandeln konnte, obwohl helllichter Tag ist, aber... Ein paar Loopholes muss es geben, ne? So, dann schauen wir doch mal kurz auf die Questkarte. Das ist... die Aufgabe, die ich gerade gekriegt habe. Und Schicksalstreffen im Mondschein. Okay, machen wir mal aktiv. Und schauen mal, ob wir die auf der Karte sehen können. Ah, jetzt hat er wieder alle anderen Quests auch angemacht. Nun ja, müssen wir wahrscheinlich suchen. Das ist der Drache. Kann ja nicht weit weg sein dort von Falkenring, ich meine. Ja, hier zum Beispiel. Okay, bevor ich mich hier noch weiter überbelichte.
gucken wir mal, ob wir jetzt Lot den Kram stehlen können. Hat der Junge vielleicht noch eine Tür? Oh, die Tür ist offen. Rein mit uns. Da ist er. Alter Freund, ich brauche sämtliches Eisenerz, das ihr ausbuddeln könnt. Das Doppelte der üblichen Menge. Ich weiß, die Mine wirft nicht mehr so viel ab wie früher, aber ich zahle euch auch einen Aufpreis. Lot. Stehlen. Psst. Hat keiner gesehen. Dann gehen wir mal den eben wieder wegbringen. War das hier? Nee, oder? Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Ich war einmal Jarl. Aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die... Ja. Was ist das? Etwa irgendeine Chiffre? Brauche so viel Eisenerz, wie ihr ausbuddeln könnt. Er spioniert zwar nicht, aber damit steht fest, dass das Kaiserreich Lot neue Schwerter und Rüstungen schmieden lässt. Gute Arbeit. Nehmt das. Dankeschön. Ja. Passt auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich will der ganzen Stadt ohren. Mein Gott. Beruhig dich, Junge. Gut, dann machen wir jetzt die Bestie im Mondschein und machen das hier aus, damit ich nur diesen Questmarker sehe. Da können wir noch ein bisschen Kram sammeln, ist ja schön. Gut. Mal sehen, ob wir da nicht auch noch bis Abend warten müssen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Entschuldigung. So. Hier irgendwo gleich da oben. Mal gucken. Kraxeln wir mal den Berg hoch. Bandit! Gott! Muss das sein? Oh, Wacholderbär. Schön. Das war's schon? Mehr habt ihr nicht drauf? War das etwa ein Level-Up? Nein, noch nicht. Das ist nur die Musik. Schade. Anscheinend... Hi, Lydia. Muss ich noch weiter? Dann gucken wir mal nach. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ein Schlag tot. Ich habe manchmal echt das Gefühl, ich bin zu overpowered, aber... Was soll man sagen, ne? Was ist mit dir passiert? Egal, dann Dietrich nehme ich mit. So. Ja, könnte ich ein bisschen Leder herstellen, aber ist erstmal nicht so wichtig. Da. Okay. Nicht weglaufen. Ups. Nein, bleib hier. Lydia, du hast einen Bogen. Los, schieß. Ach, komm schon. Weißer Hirsch.
Fell und Wildbret. Nehme ich mit. Oh, hi. Du bist der Ledrafürst. Seid gegrüßt, Jäger. Habe ich euch nicht gerade getötet? Und sehr geschickt noch dazu. Ich habe euch beobachtet, schon seit Ewigkeiten, so scheint es mir. Ihr habt das Potenzial, ein guter Jäger zu werden. Ihr könnt sogar mein Champion sein. Vielleicht. Seid ihr hier Sine? Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Was verlangt ihr von mir? Werdet ihr den Fluch aufheben, der auf diesem Ring lastet? Ich kann es in Erwägung ziehen. Doch zunächst müsst ihr mir einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen. Natürlich. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie ihr glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So wie ein Bär auf einen Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Sucht den abtrünnigen schlauen Fuchs, reißt ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Okay. Er hat mir nichts getan. Ich werde ihn nicht töten. So soll es geschehen. Ja gut, dann machen wir das. Beeilt euch, mein Jäger. Es wetteifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Zögert nicht, während die Beute flieht. Gut, dann beginne die Jagd. Alles klar. Wo beginnt denn die Jagd? Sorry, falls ich schniefe. Ich habe irgendwie eine verstopfte Nase seit Tagen. Lager Schlafbaum. Von da können wir leichter hinreisen. Machen wir das mal eben. Vielleicht nicht zu den Riesen gehen. Oh, das ist ein Drache. Drache! Drache! Kommt ihr hierher? Nee, schade. Wir können jetzt natürlich auch mal eben schnell fix einen Drachen erlegen, ne? Let's go! Wenn wir schon mal hier sind. Hey du! Du Drache, du! Oh, Magie ist in der Luft. Hat er mich gerade insta-killt? Okay, ne, ich bin nicht tot. Heilige Scheiße. Achso, der hat hier einen beschworen. Ach, das ist ja mies. Ja, das ist ja. Hi, ein Frostdrache. Vielleicht sollte ich dann Resistenz gegen Frost nehmen. Falls ich das habe. Hier. 20%ige Frostresistenz für 60 Sekunden. Perfekt. Nehmen wir mal kurz einen Ausdauer-Drink, weil meine Ausdauer leer ist. Okay, Party. Nicht wegfliegen! Nein! Lydia, das ist ein Bogen, los! Ich hab schon keine Pfeile mehr. Ja, was meinst du, was ich hier tue? Ah! Voll reingelatscht. Wuljotnak. Nein, du greifst mich nicht an.
Jawohl. Das ging doch schön. Und dazu diese schöne Dämmerung. Wundervoll. So, Knochen, Schuppen. Bin zu voll, jawohl. Lederrüstung brauche ich nicht, auch wenn die ganz hübsch aussieht. Ja, das lief doch jetzt schon mal gut. Haben wir schon mal das erledigt. Aber ich muss erstmal jetzt mich wieder ein bisschen leerer machen. Ich glaube, Lydia kann nichts mehr tragen. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das hast du in der Tat. Kannst du Drachenknochen an dich nehmen? Oder Bernstein? Ja, Bernstein ist nicht so schwer. Drachenknochen sind... Nee, kann sie nicht. Die sind zu schwer. Eisen vielleicht. Ich wollte den Gegenstand auch nicht ausrüsten. Ich wollte ihn Lydia geben. Oh je. Das ist hier auch schon zu voll. Ich brauche meine Truhe. Kann ich schnell reichen, obwohl ich zu schwer bin? Irgendwo konnte ich mir doch eine Wohnung kaufen. Schauen wir mal kurz. Ich glaube, das war hier in Riften. Ja, ich kann nicht schnell reisen, weil ich überladen bin. Natürlich. Läuft gut hier. Ich will die Drachenknochen aber behalten. Ich habe das Ziel, vielleicht die Drachenrüstung herzustellen. Deswegen. Ich muss aber mindestens noch ein bisschen was loswerden. Okay, ich schmeiß mal den Bärenpelz weg. Fell, ja, kann auch weg. Das ist schon gar nicht mehr so viel. Malachiterz. Was haben wir noch? Ich habe 1000 Wolfspelze. Ja, müssen nicht alle weg. Ich brauche mindestens 3. Okay. Ach so, wenn ich die Grenze erreicht habe, bin ich immer noch überladen. Alles klar. Dann schmeißen wir noch einen weg. Zurück zur Natur. Gut, aber jetzt kaufe ich mir einfach ein trautes Heim in Riften. Ich glaube, man kann auch irgendwo anders Dinge zwischenlagern, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ist ja auch nicht so wichtig. Es sieht sehr düster aus, wenn hier die Sonne untergegangen ist. Wo muss ich denn nochmal hin? Findet mich auf dem Markt, wenn ihr den besten individuell gefertigten Schmuck in ganz Himmelsrand sucht. Okay. Gut zu wissen. Ich muss zur Arbeit, in die Schwarzdornbrauerei. Bin morgen früh wieder zurück. So spät. Ihr habt ein Leben. Ich geh mal zum Jarl. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Wie wäre es mit einem günstigen Met? Immer. Met ist gut. Met schmeckt. Na, hier ist natürlich keiner. Dann warte ich erst mal bis zum nächsten Morgen. Ach ja. Da sind sie. Alle aufgeploppt. Aus dem Weg. Harald. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für müßige Unterhaltungen mit... Wenn es nicht um offizielle Angelegenheiten geht, vergeudet ihr meine Zeit. Bis ja, zum nächsten Mal. Ich will die Wohnung kaufen. Was kann ich für euch tun? Oh. Oh. Ich habe eine Quest gemacht. Okay, ich gebe die mal eben ab. Satis Idrin wird euch keine Probleme mehr bereiten. Schön zur Abwechslung mal gute Nachrichten zu hören. Habt ihr sonst noch etwas Erwähnenswertes im Lagerhaus gefunden? Ich habe die Skoma-Quelle entdeckt. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Es wird nicht lange dauern, bis Satis Geschäftspartner von seinem Tod erfahren. Die Quelle des Gifts muss ein für alle Mal zum Versiegen gebracht werden, da ansonsten einfach der nächste Schurke sein Geschäft fortführt. Wenn ihr diese Aufgabe für mich erledigt, erwartet euch schon bald ein Titel in Rifton. Nice. Ich kümmere mich darum, dass es erledigt wird. Gut. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Werde ich tun.
Die verkaufen keine Wohnung. Ich wünsche euch eine gute Reise. Du? Ich kenne euch. Wo war es doch gleich? Wollt ihr mir nicht etwas holen? Ich wünsche alles zu hören, was meine Untertanen zu sagen haben. Diese Spinnen hingelegt. Als Vogt von Rifton kann ich euch leider nur begrenzt helfen. Aber bitte, sprecht frei heraus. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm ein. Als Jarl Lailasrich Sturmmantel seid ihr in einer offiziellen Angelegenheit hier? Also gut. Ich behalte euch im Auge. Ich musste mit irgendjemandem reden und es geht schon wieder los, ne? Ich musste mit irgendjemandem dies tun. Um das Haus kaufen zu können. Ich glaube, das war auch nicht so teuer. Vielleicht war das gar nicht hier beim Jarl. Vielleicht war das ganz woanders. Vielleicht habe ich auch eine Quest dazu. Mal gucken. Verschiedenes. An die meisten Quests erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Es ist wieder großartig. Spiel ein RPG, haben sie gesagt. Okay. Was sind die Aufgaben? Finde Leifner. Ach, guck mal! Besuche den Schrein von Azura. Erstmal anklicken. Also muss ich gar keine Gerüchte mehr suchen, weil wir haben ja anscheinend schon die Infos gefunden. Gut, kehre zu Klimek zurück, Aufstand der Sturmwindel, Akademie oder Armee beitreten. Gut, das war's nicht. Ups. Kommt auch irgendwann noch. Dämmerwacht. Triff Malbon in Einsamkeit. Das ist, glaube ich, meine Mainquest. Liebesgildenmitglied werden. Glasbarsch fangen. Noch mehr Fische fangen. Verbotene Legende. Reine Glückssache und ja, das Schicksalstreffen im Mondschein. Okay, nee. Ist keine Quest, aber mit ist ja auch. Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer. Sowas von optional. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für Mühe. Seid ihr gekommen, um euch hämisch über den jüngsten Sohn des Jarl lustig zu machen? Weshalb sollte ich euch verspotten? Weil ich etwas getan habe, zu dem keine Seele in diesem blutbesudelten Haus des Krieges den Schneid hat. Ich habe es gewagt, meine Meinung zu sagen. Ich habe es gewagt, vom Kaiserreich und von den Lügen zu sprechen, die von Ulfric, dem Anführer der Sturmmäntel, verbreitet wurden. Jetzt hat mir meine Mutter mein Erbe aberkannt und mich eingekerkert wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Und mein Bruder hat sich praktisch von mir losgesagt. Seid vorsichtig mit dem, was ihr hier sagt. Ihr werdet feststellen, dass Auflehnung nicht von jedem hier freundlich aufgenommen wird. Tja, hartes Leben, Junge, hartes Leben. Welche Lügen hat Ulfric verbreitet? Ulfric liegt nur eines am Herzen. Und das ist Ulfric selbst. Er hat sich zum zukünftigen Großkönig von Himmelsrand erklärt und trampelt jeden nieder, der ihm in den Weg kommt. Er hat eine Rebellion gegen jene angezettelt, die die Verehrung von Talos abschaffen wollen und benutzt das als seinen Kriegsruf. Sein Anliegen mag gerechtfertigt sein. Aber der Mann selbst ist eine einzige Lüge. Alles, was ihn bewegt, ist seine Gier nach dem Thron. Tja. Bis zum nächsten Mal. Er ist ja auch sehr speziell, ne? Das darf man auch nicht außen vor lassen. Ja, erstmal anders hinsetzen. Okay. Vielleicht. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ja, werde ich schon nicht gerne Sorge. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Gar nicht. Wollt ihr am Leben bleiben? Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zu Staub. All dies für gerade mal 20 Goldmünzen. Die reden alle durcheinander, also so. Stop. Vielleicht. Kann ich etwas für euch tun? Nö.
Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Arbeit? Jemand muss Sibby Schwarzdorn eine Nachricht überbringen. Ich suche keine Arbeit, ich suche jemanden, der mir ein Haus verkauft. Was für eine Nachricht. Ich habe Sibby Schwarzdorn kürzlich darauf angesprochen, Frost zu kaufen. Eines der besten Zuchtpferde in Himmelsrand. Er hat zugestimmt. Ich habe Sibby die Hälfte im Voraus bezahlt. Doch bevor er liefern konnte, hat Maven ihn einsperren lassen. Sibby glaubt, dass unser Handel damit geplatzt ist. Nein. Ich möchte, dass ihr mit Sibby redet. Bringt mir Frost und die Abstammungsurkunde, die seinen Wert belegt. Ja, natürlich. Nehmen wir einfach noch eine Quest an. Warum nicht? Hört sich einfach an. Guter Mann, ihr werdet es nicht bereuen. Geht zum Gefängnis von Riftern und sprecht mit Sibby. Bringt ihn dazu, euch zu sagen, wo ihr Frost und seine Abstammungsurkunde findet. Trefft mich dann außerhalb von Riftern und bringt alles mit. Für euren Aufwand werdet ihr reichlich entlohnt. Das will ich aber auch hoffen. Okay, warum sagt ihr das Sibby nicht einfach selbst? In der Nähe von Wachen oder Gefängnissen fühle ich mich unwohl. Vor allem, wenn Geschäftspartner eingesperrt sind. Nein, ich treffe euch außerhalb der Stadt. Okay. Warum sitzt Sibby im Gefängnis? Keine Ahnung. Aber er hat es geschafft, Maven zu verärgern. Niemand würde einen Schwarzdorn ohne ihre Erlaubnis einsperren. Ich treffe euch vor der Stadt. Willkommen im Bienenstich, mein Herr. Also geht mir aus dem Weg. Lasst mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten... Ihr seht aus, als könntet ihr einen Schluck vertragen. Wie wäre es mit einem Wetttrinken unter Freunden, mit dem Stab als Einsatz? Nee, sowas kenne ich schon von Witcher und das geht meistens nicht gut aus, weil man dann besoffen durch die Gegend läuft. Ich hab grad keine Lust zum Trinken. Kommt doch einfach wieder, wenn ihr Lust habt. Kommt einfach wieder. Ja, werde ich tun. Keine Sorge. Wenn ihr... Du? Was darf ich euch bringen? Met? Wein? Nichts. Schaut doch mal wieder vorbei. Mach ich. Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Der Keller. Okay. Ist hier jemand? Eine Menge Kram ist hier. Komm ich nicht mehr hoch. Was? Ich stehe schon nichts, keine Sorge. Ich wollte eigentlich hoch. Kann man nur aufbrechen. Pass auf. Bücher von gekreuzten Dolchen. Wieso läuft er mir die ganze Zeit hinterher? Was ist los mit dir? Die Nachtigallen, Wahrheit oder Legende? Was haben wir hier noch? Oh, die Farben, alter Schwede. Lesen. Mara ist euch wohlgesonnen. Talenjay, ich habe Rücksprache mit Maramal gehalten und bin sicher, dass die traditionelle agonische Bindungszeremonie einbezogen werden kann, falls es erforderlich werden sollte. Es wäre uns eine Freude, euch im Tempel zu empfangen, damit Maramal eine Hochzeitszeremonie zwischen euch und Kirava durchführen kann. Doch wir würden dafür, wie versprochen, den angemessenen Beitrag verlangen. Was auch immer ihr beschließt, ich wünsche euch viel Glück und hoffe, euch bald hier zu sehen. Driva. Das ist schön. Freut mich für euch. Gut. Also hier auch. Geh mal wieder raus. Geh mal wieder raus. Ja, geh mal wieder raus. Was wollt ihr? Okay. Also gut. Der gibt mir wahrscheinlich auch nur wieder eine Quest. Geh mal hier rein. Habt ihr euch verlaufen? Immer. Wenn ihr... Sucht ihr etwas oder was ist los? Ja, ich suche jemanden, der mir ein Haus verkauft. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Du wahrscheinlich nicht, du arbeitest. Tut mir leid wegen der Unordnung. Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Ja. Du schwimmst in tiefem Wasser. Nee, du warst... ein einziges Rumgerinne hier. Ich will dieses Haus kaufen. Ich grüße euch.
Ja, was sollst du sagen? Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Mal gucken mal auf die Karte. Ob da irgendwas einen Anhaltspunkt gibt. Wallys Haus, Erins Haus. Das ist witzig, weil in einem anderen Spiel heißt ein Charakter von mir auch Erin. mag ich ganz gerne. Snowshot Manor, Riftfold Manor, versenkter Hammer, klar, Redway. Honeyside, ja, das könnte mein neues Zuhause werden. Pawn Prawn. Vielleicht ihr braucht anderes. Etwas. Ja. Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Kommt doch rein und seht euch um. Der verpfändete Pfifferling. Das ist ein schöner Name. Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Was kann ich für euch tun? Euer Laden hat einen höchst ungewöhnlichen Namen. Einprägsam, nicht wahr? Absolut. In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hatte ein wunderschönes Boot, die kräftige Krabbe. Aber man wird ja leider nicht jünger. Ich habe den Kahn schließlich verkauft und den Fischladen hier eröffnet. War früher ein Pfandhaus. Der Name gefiel mir irgendwie, da habe ich ihn beibehalten. Und so das Gold für ein neues Schild gespart. Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Es war ein großer Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Er klang gerade noch so fröhlich über den verpfändeten Pfifferling und jetzt so, es war ein Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Was ist denn falsch mit euch? Was stimmt mit Rifton nicht? Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Rifton? Die Stadt ist korrupt. Durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit, möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Okay, vielleicht solltet ihr euch an die Obrigkeit wenden. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? Die sind doch alle korrupt. Alle. Ohne Ausnahme. Alle. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Tja. Ja. Da kann ich jetzt, bin direkt hinter euch. Ich will nicht mit dir reden, rausgehen. Okay. Das war nicht hilfreich. Absolut nicht. Okay. Ich bin hier der Braumeister. Was war? Du bist der Braumeister? Bist du nicht ein Dunkelelf? Ich bin ziemlich beschäftigt. Braucht ihr etwas oder kann ich weiterarbeiten? Ja, schauen wir gleich mal. Rifton, Rifton, Rifton. Ich möchte ein Haus in Rifton. Ihr könnt es wahrscheinlich auch googeln, aber wo ist denn da der Spaß? Rifton. Vielleicht finde ich das auch so, weil hier gibt es auch die ganzen Hauptquests. Haus. Haus Graumähne, Haus Kerzenschein, Schwarzdorn. Dim, 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 dim. Das sind Häuser, nicht die Häuser, die ich kaufen kann. Gut, dann muss ich doch nochmal nach Rifton gucken. Rifton, Rifton, Rifton. 82 bis 85. Und ihr so? Wenn das ein bisschen zu einseitig ist, kann man das auch gerne ignorieren oder später, falls man das im VOD guckt, einfach vorspulen. Kein Problem. Das ist nicht das, was ich suche. 93 bis 95. Grundstellen. Das ist auch nicht das, was ich suche. 594, jetzt geht's aber ab. Ja, dieses Buch ist so dick. Ich meine, wer das Lösungsbuch von Skyrim kennt, weiß Bescheid. 594. Ah, das sieht doch ganz gut aus.
Gut, vielleicht kann ich dann ja zurück an die Arbeit. Ich war einfach zu lange inaktiv. Was haben wir denn hier? Besondere Waffen. Fertigkeitstrainer, Händler. Häuser zu verkaufen. 1 von 5. Ja. Wo denn? Müsste ja hier im Hauptort sein, natürlich. Waisenhaus, Hafentor, versenkter Hammer, Bienenstich, Honighalm zu verkaufen. Bei Anuriel. Bei Anuriel. Das war die, wo ich ganz am Anfang war, nämlich die Tante beim Jarl. Kann aber sein, ich glaube, sie hat mir ja schon die... Wollt ihr am Leben bleiben? Also sie hat mir ja schon gesagt, dass ich das haben kann. Oder bin ich jetzt ganz falsch? Schauen wir mal, was passiert. Anuriel, wo bist du? Ich kenne euch. Ja, wo ja. War es doch gleich? Ich soll immer Dinge für dich suchen. Wolltet ihr mir nicht etwas holen? Als Jarl Lailas Huskarl möchte ich Anuriel. Euch bitten, stets willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarl Laila. Okay, also noch habe ich nicht die Auswahl. Das heißt, ihr ich seid muss in Richtern willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Erstmal das für für den Jarl mal. Die Jarl, wie auch immer. Ich glaube, das kann man nicht gendern. Gut, zur Dedra-Quest kommen wir danach wieder. Jetzt muss ich das erstmal erledigen. Finde die Skuma-Händler in der Felsrinnenhöhle. Machen wir. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ups. Glorreich falsch gedrückt. Ah, da ist der Schrein. Ich habe ihn gefunden. Das Winterfeste. Markierter Ort. Ja, ich würde die Markierung gerne wegmachen, aber irgendwie. Da! Nein, ich will einfach die Markierung weg. Dann halt nicht. Jetzt gucken wir mal eben, wo ich hin muss. Ist es hier? Jawohl. Natürlich war ich da hinten noch nicht, also reisen wir einfach mal zu den Stellen. Oh. Was ist dein Problem schon wieder? Manchmal muss man eben auch zwischendurch was machen, damit man an sein Ziel kommt, letztendlich. Oder so. Hab ich mir gerade ausgedacht. Hübsch hier. Und die Berge. Super schön. Wenn ich doch nur mehr Ausdauer hätte. Man kann ja nicht alles haben. Hier war mal was, so wie es aussieht.
Bär, schön. Schnell weg. Gehe ich auch in die richtige Richtung, oh mein Gott. Nein, natürlich nicht. Ah, verdammt nochmal. Ich muss in die Richtung. Oh. Klassiker. Entweder ich habe die Orientierung verloren. Ich greife einen Bären an. Oder ich trete den Fall. So. Clown nehme ich mit. Den Pelz kannst du behalten. Ach ja. Dinge passieren. Darf man auch nicht so eng sehen. Aber ich gehe einfach erstmal jetzt in die Richtung, dann kann ich auch den Ort direkt entdecken. Das war das Wort, das mir gefehlt hat. Da ist jemand. Nein! Bist du nicht freundlich? Nein, du bist nicht freundlich. Was habe ich denn auch erwartet? Ah! Ich stehe auf eurer Seite. Ja, Entschuldigung, Lydia. Entschuldigung. Ich wollte dich eigentlich nicht. Der ist voll cool. okay. Richtung Markierung. Da lang. Wie sie mich immer anmotzt. Ich stehe auf eurer Seite. Ja, ich weiß. Ich suche mir das nicht aus, dich zu schlagen. Glaube ich. Sind sie. Lydia regelt. Sehr schön, sehr schön. Okay. Da ist der Ort. Was wollt ihr, Khajiit? Schorsstein. Haben wir jetzt auch gefunden. Was wollt ihr, Khajiit? Ich will gar nichts. Ich laufe hier nur durch. Ich würde gerne die Markierung wegmachen. Ah! Dankeschön. So, und jetzt einfach nur geradeaus. Das sollten wir hinkriegen. Ups. Blumen pflücken, nicht meine Waffe ziehen. Ich habe eine Bergblume genommen. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Also echt mal. Ich nehme jetzt einfach so einen Ausdauertrank. Oh, okay, das ist... Hat nicht viel gebracht, aber kann ich wieder rennen. Mal das hier angucken. Schors Wachturm. Riesiger Elch. Oh mein Gott. Ein Troll. Stufe, da wurde auch Zeit. Ey. Stufe 16. Was wollen wir haben? Gesundheit haben wir viel. Ich habe ja von Ausdauer gesprochen, also werde ich jetzt Ausdauer auch erweitern. Gut, Zauber machen wir nicht. Schmiedekunst erstmal nicht so wichtig. Blocken. Da haben wir. Boah, da haben wir schon ein bisschen mehr. Da können wir erstmal woanders hingehen. Einhändig habe ich schon sehr gut gepusht. Da brauche ich 60 für. Okay, ich könnte... Einhandwaffen verursachen 40% mehr Schaden. Das finde ich nicht schlecht. Zwei Waffen mache ich nicht. Ich glaube, das mache ich mal. Immer gut, immer gut. So. Weiter geht's. Auf unserem Weg zu dieser Höhle da unten. Schätze mal, ich muss in die Höhle.
Schneebären. Da ist hier ja gar nicht so viel Schnee. Uiuiui, da geht's aber steil runter. Ich mag es, wie meine Waffe leuchtet. Die ist schick. Party hard. Oh ja, das ist noch ordentlich Schaden. Türsteher. Türsteher. Das ist ein ganz geheimer Club hier. Da machen nur wir Banditen unseren Kram. Türsteher. Okay. Ja, mal rein, ne? Das ist eine interessante Pose, in der gestorben ist. I mean. Look at that. Das ist fast wie Breakdancen. Find's gut. Gut. Rein mit uns. Okay, doch, ich wollte speichern. Genau, deswegen bin ich hier reingegangen. Höhle speichern. Lydia, da bist du. Schön. Let's go. Ist das aber eine Überraschung. Noch ein Türsteher. Oh, das war knapp. Gegrillter Lauch. Schön. Das sind auch Wölfe. Mann. Überall Wölfe. Ich bin das. Schau an, wir haben hier wohl einen Helden. Spieler. Holy shit. Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Was habt ihr denn für ein Problem hier? Ihr könntet rechtschaffende Bürger sein. Was macht ihr denn Ups, da? Entschuldigung. Seid ihr zum Sterben bereit? Oh, meine HP. Gerade nicht aufgepasst. Mal Ausdauer ein bisschen hoch, aber. Kleiner Heilung. Ist gar nicht erwartet, euer Geld. Heilige Scheiße, du bist ja so stark. Danke, Lydia. Nice! Steckt das Ziel für 15 Schadenspunkte in Brand. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Das klingt gut. Das könnte Lydia haben, glaube ich. Oh, meine Traglast hat sich erhöht. Ja, perfekt. Level up und so. Das nehme ich mal mit. Gold nehmen wir mit. Ja, von mir aus können wir auch mitnehmen. Das brauchen wir nicht. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last ja. zu tragen. Möchtest du eine andere Axt? 21. 21? Ach nee, doch nicht. 20. Ah, das ist leider ein bisschen schwächer. Warum hast du eigentlich so viel Shit? Sie nimmt eh immer das Beste. Ja, ich nehme mal das hier eben zurück. Und schmeiß es gleich weg und geb ihr die. Ja, ich weiß. Ich muss auch noch was wegwerfen eben. Man kann zwar viel zu Geld machen, aber man muss ja nicht alles zu vor. Geld machen. Ich folge. Das Pelz. Gold. Sehr schön. Gold. Hier habe ich viel Gold dabei. Truhenschlüssel für Felsrinnhöhle. Wo ist die Truhe? Ich bin da. Da sind noch Gegner. Sehe ich nur zufällig auf der Karte. Was haben wir hier? Wir? Da, Truhe. Gold. Rolle des Schneesturms nehmen wir mit. Auch mit. Ist hier irgendwas Cooles? Die Wolfskönigin? Met.
Nee, keine tollen Tränke. Oder was ist das? Ist auch Med. Nee, ist Bier. Bier, okay, Bier. Kein Med, Bier. Bier. Oh. Ja, rutsch mal. Ist hier der Zwinger oder ist hier noch irgendwas? Ah, der Zwinger. Ja, ich verschone euch, keine Sorge. Amethyst, Gold. Rolle nehme ich mit. Zwergenschild der Blitzunterdrückung. Nehmen wir. Ich habe ja schon ein Zwergenschild, soweit ich weiß. Aber der ist dann sogar besser. Dann kann der weg. Einmal ausgetauscht. Was haben wir hier noch? Schatulle, die leer ist. Geld. Mondzucker. Naja. Skoma. Können wir high von werden. So they say. Okay. Ja, die Wölfe lasse ich einfach. Nee, komm Lydia, lass sie. Die haben mir nichts getan. Die sind in einem Käfig und können gar nichts tun. Also lassen wir sie da. Sie sind wehrlos. Wo ist die Tür? Da. Die Tür in der Höhle. Wisst ihr Bescheid, ne? Höhlentüren. Okay. Dann reisen wir zurück. Und geben Bescheid. Können direkt zur Festung. Fabulös. Einen Schluck Wasser trinken. Dann verkauf mir dieses Haus. Ich will es haben. Ein bisschen Scheiß einlagern. Jetzt sitzt sie wieder auf ihrem Thron. Als Jarl Lailas Huskarl möchte ich euch willkommen bitten, in Rifton. Ich hoffe, dass die Straße gut für euch war. Die Machenschaften in der Felsrinnenhöhle wurden beendet. Gut gemacht. Ihr habt mit euren Taten eine Menge für die Leute von Rifton getan. Bitte nehmt dies als Dank für eure selbstlosen Taten. Total selbstlos. Okay. Ich wünsche euch eine gute Reise. Wo ist jetzt die... Wieso bin ich denn jetzt zu schwer? Was hat die mir gegeben? Ich habe nicht drauf geachtet. Stahlstreitaxt der Feigheit. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 7 fliehen für 30 Sekunden aus dem Kampf. Könnt ihr behalten. Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Was kann ich für euch tun? Ich suche Anuriel. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarl Laila. Ach, die sitzt da. Ich hab die nicht gesehen. Der Sohn des Als Vogt von Rifton kann ich euch leider nur begrenzt helfen. Aber bitte, sprecht frei heraus. Okay. Ich spreche sie nochmal auf die Korruptionsgerüchte an, weil vielleicht... Es gibt Leute, die glauben, die Jarl tun nichts für diese Stadt. Dass sie korrupt sei und von der Schwarzdorn-Familie regiert werde. Ich kann euch versichern, dass nichts von dem stimmt. Wir haben alles im Griff. Okay. Ihr seid in Rifton willkommen, Sprecht. Solange ihr unsere Ich Gesetze wünsche befolgt. Alles zu hören, was meine Untertanen zu sagen haben. Ich wünsche euch eine gute Reise. Danke. Ich würde echt gern dieses Haus kaufen. Verstehe ich nicht. Müsste doch eigentlich gehen. Vielleicht muss ich ihr einfach... Ups, ich will nicht warten. Vielleicht muss ich ihr einfach mehrere Gefallen tun, aber das ist mir jetzt auch ein bisschen zu lästig, um ehrlich zu sein. Meine Traglast ist ja auch erhöht worden, das heißt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Dann können wir jetzt auch... Ne? Weißt du Bescheid? Hierhin. Beginne die Jagd. Fangen wir wieder beim Lagerschlafbaum an. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Welche Richtung ist die richtige? Diese. Gut. Gehen wir mal. Ja, ist korrekt, okay.
Nicht, dass ich wieder in die falsche Richtung laufe. Kann ja alles passieren, ne? Alles ist möglich. Da leuchtet was. Das sind wahrscheinlich Eisgeister. Wir versuchen mal aus dem Weg zu gehen. Dieses Vieh mag ich auch sehr gerne. Sehr schön. Mit dem Regen noch stimmungsvoller irgendwie. Wir sind da. Gehen wir direkt rein. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Automatisches Speichern. Ich speichere trotzdem nochmal vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was passiert. Interesting. Schließe dich der Jagd an. Du bist ein Kredit und du bist ein Toter. Was nur bei dir Gold, nämlich. Hat der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen, Jagdgefährte? Was ist hier passiert? Die Beute ist stark. Stärker als die Jäger. Aber es werden mehr kommen. Erlegt ihn. Zum Ruhm von Fürst Hirsine. Wieso bist du jetzt gestorben? Also dramatisch auch. Okay. Dann werden wir das wohl mal tun, wa? Ihr wart alle nicht stark genug. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist aber trotzdem gut für mich, weil dann kann ich euch buchen. Au! Let's go! Hier? Warum? Warum nicht? Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Ich sehe ihn nicht mal. Ich kann es nicht auswählen. Mhm. Wo ist er? Wo ist Lydia? Natürlich wieder mal nicht da, wo sie sein soll. Ich kann das nicht auswählen. Ich muss mich erstmal um das Papier kümmern. Und ich würde es verdienen, oder? Ich kann euch nicht davon abhalten, wenn ihr das tun wollt. Hirsine ist zu mächtig. Aber wenn ihr mich verschont, kann ich euch ein starker Verbündeter sein. Und ich würde versprechen, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Ich weiß jetzt, dass ich nicht unter Menschen leben kann. Ich brauche dich leider nicht als Verbündeten. Ich habe Lydia und später werde ich mir wahrscheinlich die Vampirtante noch dazu holen. Deren Namen ich gerade tatsächlich vergessen habe. Aber ich bin für den Daedra-Fürsten. Also ich kann mich nicht gegen Hirsine stellen. Ihr müsst schnell. Wie ihr wollt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleib mal hier. Hallo? Warum rennst du weg? Hey. Ach so, du musst es erst in deine Arena gehen. Ist klar. Das Spiel manchmal. Lydia, lauf schneller. Spur von ihnen. Armin, er ist leer. Ah, Haut abziehen. Klar, das habt ihr gut gemacht, Jäger. Gern geschehen. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Und hab euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Seht genauer hin.
Mein Ruhm soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Gute Jagd. Hier. Es ist auch interessant, wie der umgefallen ist. So auf den Knien. Torgil, der Furchtsame. Gut. Schön, dann hätten wir das hier erledigt. Wieso ist es auf einmal hier so dunkel? Hier war doch gerade noch einer, den er platt gemacht hat. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das wieder finde. Egal, ich gehe einfach mal hinten weiter. Wie der einfach weggelaufen ist? Was ist denn das für ein Glitch, ey? Vielleicht ist es auch ein Feature, ich weiß es nicht. Majestätisch. So. Kommt wahrscheinlich hier auch wieder raus. Hoffe ich zumindest. Man weiß ja nie bei diesen Höhlen. Ah ja, hier ist die Feuerstelle. Waren die alle zu schwach? Ich meine, war jetzt nicht sehr schwer. Aber gut, vielleicht bin ich ja wieder overpowered. Oh, ein paar lebendige. Geht ihr voran? Dabei. Lebendige, sage ich. Überlebende. So, das war das Wort, das ich gesucht habe. Puh, okay. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Da waren wir gerade drin, Lydia. Mein Gott, warum bist du so? Okay. Das haben wir abgeschlossen. Wundervoll. Und hier ist der Schrein von Azura. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich reise nach hier Windhelm zurück. Da habe ich angefangen. Und werde hier tatsächlich speichern und erstmal beenden. Weil ich finde, das ist jetzt gerade ein sehr guter Abschluss gewesen. Ich werde das Honigheim bestimmt auch irgendwann noch erwerben können. Aber erstmal sei es das gewesen. Genau, beim nächsten Mal dann wieder Daedra-Quests. Die machen auch ziemlich viel Spaß. Ich kann noch nicht alle machen, weil manche haben ein Level Cap 30 zum Beispiel. Ich bin jetzt erst Level 16. Ja, stand da auch gerade. Stufe 16, das ist ein bisschen wenig. Oh ja. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bedanke mich auch bei jedem, der vielleicht das erst nachträglich guckt. Ihr seid appreciated. Und freue mich schon auf den nächsten Stream. Voraussichtlich wieder Sonntag, 20 Uhr, hier auf Twitch. Dann einen schönen Abend noch und gute Nacht.